Ja, ich bin jetzt gerade mit der Achterbahn gefahren. Ich fand es auch ziemlich cool, muss ich sagen. Also lohnt sich auf jeden Fall. Und wir hatten auch noch das Glück, dass jetzt gerade die Brunnenshow oder die Wassershow vom Bellagio losgegangen ist und wir die dann von hier oben sehen konnten. Das war richtig cool. Ich habe zum ersten Mal an einem Automaten gespielt und direkt gewonnen. Morgen. Der hier hat heute Geburtstag und er wird richtig alt, er wird jetzt 30. Danke. Der zieht rein vorne. Und ja, wir haben jetzt gerade schon, hat dann schon was ausgepackt. Er hat ein tolles T-Shirt an, zeige ich euch gleich. Wenn ich dazu komme, was ich lesen. Und jetzt sind wir auf dem Weg zum Frühstücken im Dennis. Und ja, danach laufen wir einmal den Strip runter und wieder hoch. So ist zumindest der Plan. Genau. Schönes Geburtstagsfrühstück. Also wir schlafen ja im Palazzo und das ist ja hier mit dem Venetian zusammen und das ist halt ganz am Ende vom Strip. Also auf der anderen Seite kommt halt gar nichts mehr eigentlich, außer dieser Tower und diese Fremont Street. Und der Rest ist halt alles in die andere Richtung. Von daher, also man läuft sowohl zum Las Vegas Zeichen ungefähr eine Stunde, also wenn man halt durchläuft, ne? Ja, das schon mal zur Info. Wir sind mittlerweile bis zum Hotel New York, New York gelaufen mit der Achterbahn und der Nachbildung der Freiheitsstatue. Und ja, waren zwischendurch noch im M&M's-Laden und im Cola-Shop und im Hardrock-Café schon, haben schon ein bisschen geshoppt. Und jetzt wollen wir mal rübergehen und gucken, dass wir einmal mit der Achterbahn fahren, weil wir nämlich den Las Vegas-Pass haben. Ich bin jetzt gerade mit der Achterbahn gefahren. Ich fand es auch ziemlich cool, muss ich sagen. Also lohnt sich auf jeden Fall. Würde ich jetzt vielleicht keine, ich glaube, $19 kostet, wenn man so einzeln damit fahren möchte, würde ich jetzt nicht zwingend ausgeben. Aber wenn man den Las Vegas Pass hat, dann würde ich es auf jeden Fall mit einplanen, weil ich die ganz cool fand. Und zum Las Vegas Pass nochmal. Alle Infos dazu findet ihr übrigens dann auch auf unserem Blog. Also mittlerweile werden die auch schon drauf sein. Guckt einfach mal. Wir verlinken euch den Link unten in der Videobeschreibung, weil da haben wir dann auch unsere
unsere Kosten aufgelistet und dann machen wir dann auch nochmal einen Vergleich, was die Sachen so kosten und was, also verrechnen das mit unserem Las Vegas-Pass und zeigen euch, wie viel Ersparnis wir dadurch hatten. Genau. Letztendlich. Ja. Von daher, schaut vorbei. Das ist voll schön. Nein, ich sehe gut aus. Wir sind jetzt hier oben auf dem Eiffelturm, haben wir auch in unserem Las Vegas Pass mit drin, muss man vorher extra reservieren, damit man dann letztendlich hier oben reinkommt. Aber das reicht halt einen Tag, also wir haben das jetzt auch gerade erst reserviert. Genau, es reicht am selben Tag, ja. Also es ist auch nicht voll hier. Ich glaube, es sind mit uns zwei andere hier oben. Nee, mittlerweile fünf, aber okay, ist egal. Okay, mittlerweile fünf. Aber wir mussten auch nicht anstehen, wir waren allein im Aufzug. Ja, genau. Ja. Also es ist zumindest jetzt gerade bei uns hier absolut nicht voll und es lohnt sich wirklich. Es ist eine richtig coole Aussicht hier oben. Und wir hatten auch noch das Glück, dass jetzt gerade die Brunnenshow oder die Wassershow vom Bellagio losgegangen ist und wir die dann von hier oben sehen konnten. Das war richtig cool. Ja. Man hört zwar die Musik nicht, aber die Brunnenshow an sich ist schon cool. Ciao und vergesst auch nicht den Kanal zu abonnieren, denn es geht auf jeden Fall noch weiter mit Las Vegas. Oder ich habe zum ersten Mal an einem Automaten gespielt und direkt gewonnen. Mhm. Mega. Nee, wir hatten uns einen Einsatz gemacht von $30 pro Person.
haben die dann halt natürlich aufgeteilt an den unterschiedlichen Automaten da unten. Und ja, am Anfang war ich schon etwas frustriert, weil ich einfach gar nichts gewonnen habe direkt bei dem ersten, also niemals irgendwie 20 Cent oder so, sondern einfach gar nichts. Und ja, dann haben wir bei so einem einarmigen Banditen irgendwann gespielt und da haben wir einiges schon gewonnen, also was ist einiges, ne? So irgendwie 3-4 Dollar, irgendwie sowas. Und dann haben wir das halt, also wir hatten 10 Euro reingetan, haben dann irgendwann 15-16 Dollar gehabt und haben dann halt wieder runtergespielt auf 10. Und dann riss auch irgendwie da die Glückssträhne ab, dann haben wir uns die 10 halt auszahlen lassen, sind zum nächsten Automaten gegangen, haben diese 10 Dollar halt von dem einarmigen Banditen da wieder reingesteckt. Und ja, am Anfang waren es auch irgendwie nur so kleine Gewinne, ne, so 2 Dollar oder so. Ja. Und auf einmal kam da so ein goldener Zug auf diesen Bildschirm. Und Florian sagte schon so, boah, das sieht gut aus. Und ich so, ich habe einfach gar keinen Plan, was da jetzt gerade passiert, aber ist egal. Und dann fing auf einmal dieser Automat mega laut an, Geräusche zu machen, Musik von sich zu geben. Und ja, dann musste man hinterher nochmal, also mehrmals auf diesen Play-Button da drücken. Dann hat der, weiß ich nicht, die Taler eingesammelt. Ich weiß nicht so richtig, was der gemacht hat. Du musstest immer wieder so einen goldenen Zug kriegen. Und dann hast du alle Münzen, die da erschienen sind auf dem Feld, hast du dann halt als Dollarwert bekommen. Also ich habe einfach auf Play gedrückt und habe geguckt, wie sich die Zahl oben immer weiter erhöht hat. Und ja, irgendwann schon so bei 30 Dollar dachte ich mir schon so, boah, ja, krass. Und dann waren es irgendwann 60 und ich so, Und dann, ich glaube, bei dem vorletzten oder so hat sich das auch nochmal richtig erhöht auf 90. Und dann hatte ich im Endeffekt, haben wir jetzt 97 Dollar daraus bekommen. Und ja, hat sich gelohnt. Quasi umsonst gespielt. Ja, quasi umsonst gespielt. Und wir haben gerade Geld abgehoben. Also benutzt am besten, wenn ihr Geld abhebt, wirklich die hier Bank of America heißt die, glaube ich, ne? Ja, da haben wir jetzt abgehoben. Und da haben wir doch jetzt nicht abgehoben? Nee, jetzt nicht. Also vorher. Bank of America oder wir haben schon mal bei Arizona National Bank oder sowas. Also benutzt halt wirklich diese offiziellen Banken, entweder halt die von Amerika oder halt von den Bundesstaaten, weil wir haben jetzt gerade hier an so einem ATM hier in der Lobby abgehoben. Ey, wir haben 10 Euro Gebühr sowieso schon bezahlt und dann hatte der einen Wechselkurs von, ich glaube, wir haben 30 Dollar oder 30 Euro jetzt zu viel bezahlt für den Betrag, den wir da rausgeholt haben. Eigentlich ist ja im Moment ungefähr 1:1 eigentlich der Euro, wenn man 100 Dollar nimmt, sind es, ich weiß gar nicht, 95 Euro oder irgendwie sowas um den Dreh. Und wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, wie viel haben wir, 500 abgehoben und haben 525 Euro oder so dafür bezahlt. Also wir haben im Endeffekt so 30, 35 Euro, 40 Euro irgendwie so zu viele Zeit bezahlt. Ja, aber haben wir jetzt Gott sei Dank wieder raus. Aber ich wollte gerade sagen, das hast du ja wieder reingespielt. Ja, also haben wir jetzt umsonst Geld abgehoben und umsonst im Casino gezockt. Ja, genau. Ja, und jetzt mal gucken. Morgen vielleicht nochmal mit 15 Euro Einsatz pro Person. Mal gucken. Jenny ist auf den Geschmack gekommen. Ja, ist eigentlich ganz cool. Es macht halt schon Spaß, ne? Aber, also ich habe gerade schon zu Florian so gesagt, also wir haben dann diese, man kriegt dann immer so Tickets, wenn man sich das aus dem Automaten rausholt. Und diese Tickets kann man dann am Ende an einem anderen Automaten halt reinpacken und dann bekommt man halt das Bargeld. Ja, und das haben wir dann jetzt halt letztendlich gemacht. Also wir hatten halt 2 so Tickets, einmal mit einem kleineren Betrag und einmal mit diesem Riesenbetrag, haben die halt in den Automaten gepackt und der hat halt aber auch nur, ich meine, ist auch irgendwie klar, der spuckte ja keine Münzen aus, die Centbeträge hat halt nie ausgespuckt. Und dann haben wir ein neues Ticket gekriegt und ich so zu Florian, ja super, ne? So jetzt dachtest du gerade, du bist fertig und jetzt hast du wieder die Tickets und jetzt willst du die natürlich nur verbrauchen und ja, wenn du dann halt nicht aufpasst, verbrauchst du dann ganz schnell, dann packst du wieder einen Dollarschein aus und dann hast du wieder einen Dollarschein so da drin, ne? Ja, das ist halt das Gefährliche, aber ich meine, so ging das ja jetzt ganz gut. Ja. Ja. Deswegen. Ja, Las Vegas generell hat uns auch heute echt gut gefallen. Ich finde es ein bisschen too much alles hier. Also für mich ist das irgendwie wie so ein riesengroßer Freizeitpark. Und ja, alles das irgendwie so Dimensionen, die man sich einfach nicht vorstellen kann. Einfach diese, schon alleine die Höhe der Hotels hier und dann diese Leuchtreklametafeln überall und dann einfach diese Themendesigns, was einfach alles so, es wirkt einfach alles so unreal und alles irgendwie too much. Ich habe keine Ahnung. Da kommt man in die Hotels rein und dann ist halt auch erst wieder alles mega schick gemacht und dann biegst du um die Ecke und dann hast du da diese riesengroßen Casino-Hallen in jedem Hotel. Ja.
Also muss man auf jeden Fall mal gesehen haben. Aber sollte man mal gesehen haben, ja. Finde ich auch. Ja, aber heute hat es mir wesentlich besser gefallen als gestern Abend. Gestern Abend habe ich ja noch gedacht, so, aber heute ging es dann tagsüber. War halt nur mega anstrengend, auch kreislaufmäßig. Also das habe ich schon gemerkt, weil wir sind hier bei, ja, waren wohl wieder so knapp 40 Grad. Ja, irgendwie so. Es war, also als wir zurückgekommen sind, waren ja immer noch 96 stand auf dem Schild. Ja, das müssten ja so 37 so. Grad sein oder so. Ja, und dann immer halt, also draußen diese knapp 40 und im Hotel sind dann, weiß ich nicht, knapp 20 oder so. Und also es geht schon auf den Kreislauf irgendwie ein bisschen, habe ich gemerkt. Aber und der Strip ist länger, als man ja, das glaubt. Auch. Ja, also wir sind losgelaufen hier und dann haben wir noch ein paar Shops mitgenommen und dann sind wir nur bis zum New York gekommen, weil erstmal wir konnten nicht mehr von dieser Hitze her, also das haben wir nicht mehr ausgehalten und wir hätten noch locker 40 Minuten laufen müssen bis zum Las Vegas Zeichen. Und gefühlt sind wir halt schon 2 Stunden unterwegs gewesen so und wir mussten halt auch diesen ganzen Weg dann halt auch irgendwann wieder zurück. Deswegen haben wir das nur gemacht und morgen geht's dann halt weiter nach hinten, weil dann haben wir nämlich ein Hop-on-Hop-off-Bus-Ticket. Und morgen hat Florian sowieso ein Highlight vor sich, aber das erzählen wir erst morgen. Genau. Ja. Also, dann bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Also die Achterbahn fand ich persönlich ziemlich cool, muss ich sagen. Jenny ist jetzt nicht mitgefahren. Hast du gesagt, dass du da drauf, also, dass wir da drauf gehen? Ich glaube schon. Wenn wir dabei laufen, ist es so heiß, wenn wir stehen bleiben. Okay. Just in case. Let's. Sauerwatz oder? Bist du überhaupt mit drauf? Ich sehe den rechten Teil nicht. Ja, bin ich. Du bist ein bisschen abgeschnitten. Ja, du bist so klein. So. Achso, ein Foto? Ja. Ich mach gerade ein Video. Muss ich hier? Was denn? Ja, dann musst du wahrscheinlich so drauf drücken. Ja. Ich gewinne mal alles, du verzockst immer alles. Ja, genau. Hallo aus Las Vegas nochmal. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Las Vegas Schild hier, zum Eingangsschild.